Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Mediabook mitgebracht, das ab dem 4. April 2024 von der Busch Media Group im Vertrieb der Alive AG auf den Markt gebracht wird. Und dabei handelt es sich um den japanischen Science-Fiction-Film oder die Science-Fiction-Komödie wohl eher. River, The Time Loop Hotel von Regisseur Junta Yamaguchi. Und Junta Yamaguchi, das ist auch der, der uns schon vor einiger Zeit den Knallerfilm, dieses wirklich gelungene Science-Fiction-Komödie Beyond the Infinite 2 Minutes präsentiert hat. Den Film habe ich euch schon ausgepackt und der ist im Anschluss an dieses Video nochmal verlinkt. Dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Ja, und wenn ich mir dieses Mediabook hier so ansehe, beziehungsweise wenn ich mir den Trailer zu dem Film so ansehe und mir hier die Inhaltsangabe durchlese, dann könnte es sein, dass der Film so ähnlich ist wie Beyond the Infinite 2 Minutes. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich packe das Mediabook für euch jetzt mal aus. Das ist übrigens mit einem ganz exklusiven Artwork vorne drauf versehen worden. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das Artwork selber, Becky hat es euch ja schon gesagt. Wir hatten das Mediabook ganz kurz im Sammlungsupdate mal in die Kamera gehalten. Das Mediabook selber oder das Artwork des Mediabooks erinnert an ein Anime. Ist es natürlich nicht, sondern es ist ein Spielfilm. Und wir haben hier vorne, ja, Fehler Nummer 1. Die Vorlagekarte ist verklebt. So, einmal und zweimal, direkt zwei Klebepunkte auf der Vorlagekarte hier. Ja, und das ist immer blöd, weil das schlägt hier oben Wellen. Gerade wenn wir so ein Hochglanz-Mediabook haben, wie es in dem Fall der Fall ist, dann kann es passieren, dass wenn man den Klebepopel abmacht, dass hier direkt Macken drin sind. Ist jetzt in dem Fall nicht passiert, aber trotzdem, das ist etwas, was die Leute ärgert, wenn man Vorlageblätter verklebt. Ich persönlich habe da auch so meine Probleme mit, aber in dem Fall ist ja zum Glück nichts passiert. So, wir schauen uns die Vorlagekarte nochmal kurz an. Da haben wir hier, ja, Mediabook-Cover ohne FSK-Logo und Werbung. Hier zwei Blu-ray-Discs haben wir hier drin. Freigegeben ist das Ganze ab 12 Jahren. Es handelt sich um ein limitiertes Mediabook. Und wir kriegen 75 Minuten Bonusmaterial und ein 16-seitiges Booklet. So, auf dem Spine haben wir dann den Filmtitel draufstehen und zwar nur den Haupttitel, also River und nicht so Time Loop Hotel. Ansonsten haben wir hier unten noch den Hinweis auf die Busch Media Group und ansonsten ist hier nichts drauf. Hier oben geht das leider schon ein bisschen rein. Ja, die Ecken sind dafür noch in Ordnung. Auf der Rückseite haben wir ein Bild aus dem Film, ein paar Pressestimmen, dann haben wir hier eine sehr gut lesbare, weil sehr groß geschriebene Inhaltsangabe. Dann noch ein paar weitere Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Credits, die Produktspezifikationen der beiden Blu-rays und hier eine Limitierungsnummer. Das heißt, das Mediabook ist auf 1000 Stück limitiert und durchgehend nummeriert. Hier haben wir nochmal die Altersfreigabe mit der Begründung, warum der Film ab 12 Jahren freigegeben ist. Und hier noch ein paar Urheberrechtshinweise. So, hier ist leider sehr, sehr viel Bewegung drin, wenn wir uns das ansehen. Also zur Seite hin. Das ist bei den Mediabooks der Busch Media Group allerdings fast immer so. Dafür ist der Preis der Mediabooks mit 25 € eigentlich noch recht niedrig angelegt. Aber wenn ihr das seht hier, da ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin. Das ist also alles sehr, sehr filmisch gemacht. Ja, da wäre es schön, wenn man ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen könnte. Aber ist schon klar, das kostet auch alles Geld, ja, und das muss erstmal einer bezahlen. So, dann haben wir hier vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus wie das Artwork vorne drauf. Wir haben auch einen Innendruck, ist schon mal sehr schön. Hinten drin haben wir dann die Bonus-Blu-ray liegen. So, die schaut so aus. Ja. Da haben wir auch dieses Bild aus dem Film, das ich auch als Vorschaubild genommen habe. Und wie gesagt, wir haben hier einen durchgehenden farbigen Innendruck. Das schaut dann so aus.
ja, auch recht hübsch, möchte ich meinen. So, und hier sehen wir auch schon in Zusammenarbeit mit Deadline, dem Filmmagazin. Allerdings habe ich hier bereits im Vorfeld die Informationen bekommen von der Busch Media Group, dass es sich hierbei um einen exklusiv für dieses Booklet angefertigten Text handelt. Das heißt also, der Text, der hier in diesem Booklet drin zu finden ist, der ist nicht aus dem Deadline-Magazin, er ist nur in Zusammenarbeit mit Redakteuren des Deadline-Magazins geschrieben worden. Und ich halte das gerade nochmal auf, das hatte ich nämlich eben nicht gemacht. Auch hier der Außendruck, auch das geht ineinander über, wobei wir hinten natürlich die Schrift drauf haben, aber wir haben trotzdem einen durchgängigen Druck. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Redakteuren des Deadline-Magazins. Ja, das Papier recht angenehm, schön dick. Für meinen Geschmack etwas zu glänzend. Dann haben wir hier ganzseitige Bilder aus dem Film, was ich persönlich jetzt nicht benötige. Aber hier, das hier, ja, das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, wenn hier Bilder von hinter den Kulissen drin sind. Und es müssen ja keine albernen, verpatzten Bilder sein, sondern man sieht hier, dass das Team mit dem Drehbuch, mit der Kamera, das finde ich, das hat einen Mehrwert. Sowas in einem Booklet zu haben, finde ich super. So, dann haben wir hier den Text. Das ist auch sehr gut lesbar, schön groß. Ich mag auch die Gestaltung der Seiten hier mit den Blumen und dass das so ein bisschen aussieht wie so ein Aquarell und dann auch die weiße Schrift da drauf. Das macht was her. So, dann haben wir hier die Mitte erreicht. Da haben wir zwei Tackerklammern, die das Booklet genau in der Mitte halten. So wie ich das sehe, ist das hier auch ganz gut verarbeitet, also dass das sauber ist und nicht überlappt. Also da gibt es von meiner Seite nicht viel zu beanstanden. Auch hier wieder, ja, hier sehen wir Kamera und Mikrofon. Hatten wir hier vorne irgendwas? Das habe ich jetzt eben gar nicht. Ja, ne, so richtig 100%. Aber es fällt nicht auf. Es ist wirklich gut gemacht, es fällt nicht auf. Wenn es überlappt, dann ist es so gemacht, dass die Farbe 1 ergibt, dass es also nicht sofort auffällt. Also das muss ich sagen, ist ein Mediabook-Guter. Hier sehen wir es, ja, hier haben wir das, ja, die Hand, ja, da kann man es am besten sehen. Das ist nicht so hundertprozentig gearbeitet, aber man hat es farblich so gestaltet, dass etwaige Verfehlungen oder etwaige minimalen Verpass hier, wenn das nicht so richtig 100% aufeinander geht, dass es nicht auffällt. Ja, ihr seht das also hier in der Mitte kann man es natürlich sehen, aber hier, wenn jetzt hier von der anderen Seite auch blau kommt, ja, das haben wir dann hier haben wir den blauen Text und hier auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls geht ineinander über, fällt nicht auf. So, da hat sich jemand also Gedanken gemacht. Ein schönes Mediabook mit, ja, ein paar Einschränkungen, muss ich wirklich sagen. Also hier die Klebepopel finde ich jetzt nicht so toll, da hier so viel Bewegung drin ist. Ist auch nicht ganz ideal dafür, aber preislich absolut vertretbar. Und der Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn ich das gemacht habe, werde ich euch bestimmt davon berichten. Ich habe auf jeden Fall hohe Erwartungen, weil mir der vorherige Film des Regisseurs so gut gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das Mediabook selbst, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und wenn ihr eins haben möchtet, wie gesagt, ab dem 4. April ist das Teil im Handel. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss mit Ö, euer Michael Speyer.